Und Bojojai erklärt auf, wo er kann. Die Idee, aus Arjano ein modernes Dorf zu machen, ist, wie er sagt, zu seinem einzigen Hobby geworden. Als Direktor in Split regiert Bojojaja über das gesamte Postwesen in Dalmatien. Er wohnt im prominenten Viertel am Meer, ist geachtetes Parteimitglied und könnte eigentlich geruhsam dahinleben. Er tut es nicht, weil er die Armut seines Heimatdorfes nicht vergessen kann. Er ist in Arjano geboren. Dort begann er auch seine berufliche Karriere als Geschichtslehrer. Bei seiner Arbeit für Arjano machen ihm, wie er sagt, zwei Dinge Schwierigkeiten. Misstrauen und Fantasielosigkeit bei den meisten staatlichen Stellen. Warum tun sie das, fragt man ihn überall. In Arjano lebt ein 76 Jahre alter Onkel von Bojojaja. Mit der Arbeit in Deutschland hat er bereits vor Jahrzehnten so seine Erfahrungen gemacht. Freimütig erzählt er, was er damals verdiente. So ungefähr 5000 Mark habe ich bares Geld nach Hause gebracht. Aber was ich das verzehrt habe, ich und Kleider gekauft und so weiter, das kommt mir nicht dran. Das war in der Tasche gekommen nach Hause. Aber die zwei letzten Jahre habe ich 30.000 Mark verdient. Die zwei letzten, die von 39 bis 41. Warum? Weil also war schon Zeit gekommen, das war das, zum Beispiel, es war als Bereitung zu dem Krieg. Und dann, die Leute sind sehr gerne, Liebe, Ware wie Geld haben. Und wenn sie sind zum Ware gekommen, es war sehr leicht, Geschäft zu machen und Geld verdienen. Was haben Sie mit dem Markt gemacht? Habe ich einen Kaufladen gekauft von unabhängigen Staates Kroatien in Agram. Habe ich für das bares Geld damals gegeben 628.000 damalige Dinars oder die Anfang Kronen kroatischen. Also, Goldwährung war das, ne? Und das sind Zeit gekommen, 45er, und hat mich konfisziert, alles bis am letzten. Und wovon leben Sie heute? Mein Sohn geht nach Arbeit nach Deutschland, er ist jetzt dort in Umgebung in Frankfurt. Und dann er verdient, und ich bearbeite so mit meiner Schwiegertochter und Kinder, die meine von den Sohnkindern nehmen, und dann klappen sie so. Schon in früheren Zeiten mussten die Leute aus Arjano in die Fremde ziehen, wenn sie es zu Wohlstand bringen wollten. Wer blieb, der konnte Kartoffeln, Äpfel und Pflaumen anbauen und durch Viehverkauf etwas Geld verdienen. Auch heute ist in Arjano einmal in der Woche Viehmarkt. Die wenigen daheimgebliebenen Männer und die Frauen halten den Handel aufrecht. Und ein Kaufabschluss wird wie eh und je mit Handschlag besiegelt. Die Frauen sind es auch, die meistens den häuslichen Viehbestand versorgen. Die Nachricht vom gesunden Kälbchen nimmt der Ehemann in Stuttgart genauso wichtig wie das Funktionieren seiner automatischen Drehbank. Denn trotz des ehrgeizigen Vorhabens, zum Fabrikort aufzusteigen, wird Arjano noch lange auch sein bäuerliches Gesicht behalten. Eine oder zwei Fabriken können die Gesamtstruktur des Ortes nicht von heute auf morgen modernisieren. Fehlende Wasserleitungen und spärliche Verbindungswege nach draußen bremsen eine schnelle Entwicklung. Den Durchbruch werden vielleicht die Kinder von heute erleben.
Die Trikotagenfabrik ist dafür auf alle Fälle ein Startblock. Die Zahl der Arbeitsplätze soll im kommenden Jahr von 90 auf 300 erhöht werden. Neben Gastarbeiterdevisen steht dafür ein Warenkredit einer württembergischen Maschinenfirma in Höhe von 1,2 Millionen Mark zur Verfügung. Dort, wo schon in einem Jahr die Schraubenfabrik die Rückkehr von Gastarbeitern ermöglichen soll, wuchert heute noch die Wildnis. Skeptikern rechnet der Bürgermeister vor, dass auch die Trikotagenfabrik im Rekordtempo von 10 Monaten errichtet worden ist. Und Bürgermeister Josip Knezovic kennt sich gut aus. Er bedient im genossenschaftlichen Gemischtwarenladen die Leute aus Arjano beim Einkauf. Er weiß um Stärken und um Schwächen seiner Kunden. Er schreibt im großen Kassabuch so lange an, bis die Frauen mit dem Geld der Männer aus Deutschland bezahlen können. Ein ganzes Dorf setzt also auf seine Gastarbeiter und auf deren D-Mark-Löhne. Man kann es tun, weil der junge Parteisekretär Slobodan Balas mitzieht. Wie überall in Arjano, so herrscht auch in seinen 4 Wänden eine liberale Atmosphäre. Balas arbeitet in Arjano als Lehrer. Er kennt die Probleme der Familien, in denen jahrelang die Väter fehlen. Seine Devise lautet: Zuerst kommt unser Dorf und dann die Ideologie. Diese Ansicht vertritt er in der Schule und in der Partei. Dafür setzt er sich ein, auch wenn er auf Widerstand stößt. Die Aufnahme des 23. Parteimitglieds in Arjano erfolgt ohne große Worte. Man kennt sich untereinander. Und wer hier für die Partei gut sein will, der muss für die Interessen des Dorfes arbeiten. Auf Diskussionen darüber, ob die Arbeitsplatzbeschaffung mit deutscher Mark eventuell gegen die sozialistische Ideologie verstoßen könnte, verschwendet man nicht viel Zeit. Slobodan Balas verteidigt im Namen aller das D-Mark-Engagement. Ich bin der Meinung, dass unser Fabrikaufbau auf der Grundlage von Devisenüberweisungen im Einklang mit der sozialistischen Wirtschaft steht. Unsere zurückgebliebenen Gebiete haben keine andere Möglichkeit, als sich auf diese Weise Existenzgrundlagen zu schaffen. Sie müssen so handeln, um den Bewohnern, vor allem den Kindern, eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit ideologischen Kampagnen, wie sie jugoslawische Großstädte in den letzten Monaten erlebten, wäre hier im Karst wenig Eindruck zu machen. Für die Menschen von Arjano nimmt der liebe Gott noch den gleichen wichtigen Platz ein wie die Partei.
Mit deutschen Devisen entstehen Fabriken und Arbeitsplätze. Mit Spenden der Gastarbeiter wurde aber auch die im Krieg zerstörte Kirche wieder aufgebaut. Den Weg zur Kirche finden in Arjano nicht nur die Alten. Das Gefühl, vergessen worden zu sein, schafft engere Bindung auch der Jungen an die christliche Welt des Hoffens und des Glaubens. Manche freilich mag auch die Langeweile zum Kirchgang bewegen. Den Dorfpfarrer achten alle. Für den Aufbau des zerstörten Kirchturmes schliff er selbst die Quadersteine glatt. Dann schleppte er sie nach oben. Die Folge: seit Monaten liegt er mit einem schweren Bandscheibenleiden im Bett, sodass der Kaplan aus dem Nachbardorf am Sonntag aushelfen muss. Seine alte Mutter pflegt den Pfarrer und bewirtet die Besucher, die fast täglich zum Pfarrhaus kommen. Wie steht der Pfarrer eines solchen Ortes zur Partei? Ideologische razlike ima, jer partija i crkva su odvojene. Ali ideologische Unterschiede trennen natürlich Partei und Kirche. In dem Bemühen, dass die Bevölkerung unseres Dorfes Arjano ökonomisch besser leben kann und sozial aufsteigt, handeln wir jedoch gemeinsam. Alle Familien im Dorf haben am Aufbau der Trikotagenfabrik Pionirka teilgenommen. Alle Familien in Arjano beteiligen sich ebenso am Aufbau von kirchlichen Objekten. Alle Kinder des Ortes besuchen den Gottesdienst, auch dann, wenn die Eltern selbst nicht zur Kirche gehen. Die Leute von Arjano stellen also wirklich das Wohl ihres Dorfes über alles. Denn neben den Geldern für Fabrik und Kirche flossen Gastarbeiterspenden auch für die Modernisierung der Schule und der örtlichen Ambulanz. Die Kinder in diesem Dorf können mit den Erwachsenen zufrieden sein. Die Kinder von Arjano müssen viele Monate im Jahr ohne ihre Väter auskommen. Briefe aus München oder Stuttgart ersetzen dann das persönliche Wort. Doch den Vätern blieb bislang keine andere Wahl, als in der Fremde nach Geld zu suchen. Sollte es den Leuten von Arjano gelingen, diesen Teufelskreis aus eigener Kraft zu durchbrechen, dann würde wohl endlich Wirklichkeit, was sich ihr Schuldirektor wünscht. Wir wollen, dass dies erreichen, dass diese Kinder nicht wie ihre Väter in Ausland Koffer tragen müssen.